Hallo ihr Lieben, ja, heute habe ich wie versprochen das Mini-Album-Tutorial für euch. Wer das letzte Video verpasst hat, kann ja da gerne nochmal reingucken, weil da habe ich euch das Mini-Album ziemlich ausführlich gezeigt. Also das bitte benutzen, wenn ihr euch das Ganze irgendwie ja als fertiges Ergebnis einfach nochmal anschauen wollt und das vielleicht auch benutzen, wenn ihr die Fotomatten so ähnlich gestalten wollt wie ich. Also die Fotomatten, die habe ich jetzt in dem Tutorial nicht mit abgebildet, sondern hier geht es jetzt wirklich rein um das Basisalbum ohne Verzierung quasi. Bevor wir jetzt mit dem Tutorial an sich loslegen, möchte ich einfach mal kurz erklären, was es mit den verschiedenen PDF-Dateien oder Dateien generell auf sich hat. Wie ihr das ja von mir kennt, ich mache immer PDF-Anleitungen zu meinen Mini-Album-Tutorials, weil ich das einfach angenehmer finde, wenn man das auch schriftlich als Anleitung sieht, was man basteln muss und das nicht irgendwie ständig ein Video laufen lassen muss, was man ständig pausiert und sich dann fragt, was hat die jetzt gesagt, wie groß war der Tag? Und deswegen habe ich natürlich auch wieder PDF-Dateien erstellt und auch Plotter-Dateien, wie ich das schon angesprochen habe. Ich fange jetzt einfach mal mit den PDF-Dateien an. Und zwar haben wir insgesamt 3 PDFs. Wir haben einmal die Mini-Album-Suite-Summer-Übersicht, wir haben die Mini-Album-Suite-Summer-Einzelteile-Mitschrift und die Mini-Album-Suite-Summer-Einzelteile-ohne-Schrift-PDF. Ich fange einfach mal mit der Übersicht an, weil die Übersicht ist, denke ich mal, das, was man sich als erstes angucken sollte, nach dem Video am besten. Und zwar seht ihr da die Übersicht der einzelnen Seiten, wie es der Name schon sagt, wie die Seiten aufgebaut sind, wo welche Tags hingesteckt werden und wo am Ende welche Klappmechanismen angebracht sind. Also wirklich die Übersicht. Früher habe ich das ja so gemacht, dass ich die Übersicht auf einer Seite gemacht habe und dann daneben die Einzelteile aufgelistet habe. Das habe ich jetzt diesmal aus bestimmten Gründen anders gemacht. Und zwar seht ihr ja bei der Übersicht diese einzelnen Zahlen, also 01, 02, 03 und so weiter und dann zum Teil auch Tag 1, Tag 2 und so weiter. Das bezeichnet die Einzelteile. Die habe ich jetzt nämlich diesmal ausgelagert in eine separate PDF und wir gucken uns jetzt einfach mal die PDF Einzelteile mit Schrift an. Da seht ihr jetzt nämlich alle Einzelteile aufgelistet mit der entsprechenden Nummer, sodass ihr ganz genau wisst, wenn ihr euch die Übersicht gleichzeitig anguckt, von welchem Klappmechanismus oder von welchem Tag hier die Rede ist und an welche Stelle es gehört. Das Besondere an der Einzelteile-PDF ist, dass die Einzelteile in der tatsächlichen Größe abgebildet sind. Und zwar hatte ich hier den Hintergedanken für diejenigen, die jetzt keinen Plotter haben, dass diejenigen sich das auch ganz einfach ausdrucken können. Und zwar würde ich euch empfehlen, nehmt einfach Cardstock und legt ihn direkt in euren Drucker ein und druckt dann die Einzelteile direkt auf dem Cardstock aus und schneidet dann, könnt ihr jetzt natürlich mit einer Schere machen oder natürlich auch mit einem Schneidbrett, funktioniert beides. Schneidet das dann einfach direkt vom Cardstock aus, dann spart ihr euch das Abmessen. Und das ist eigentlich eine sehr simple Methode. Wie gesagt, ist einfach mal ein bisschen experimentell, ein bisschen mal was anderes. Sehr gerne könnt ihr mir auch mal Feedback darüber dalassen, ob das so für euch funktioniert hat oder ob ihr das eher nicht so mögt. Für diejenigen, die jetzt nicht so der größte Fan davon sind, das direkt auszudrucken auf dem Drucker, habe ich auch die Maße natürlich trotzdem dazu geschrieben. Das heißt, wenn ihr das lieber selber euch abmesht und selber aus Cardstock mit einem Schneidbrett ausschneiden wollt, ganz oldschool, könnt ihr das natürlich auf die Art und Weise auch machen. Wenn ihr das Ganze druckt, passt nur auf, dass ihr das Ganze auch in echter Größe druckt. Also das ist alles A4-Maß. Das heißt, macht am besten den Haken bei tatsächliche Größe, je nach Druckereinstellungen oder je nachdem, welchen PDF-Viewer ihr benutzt. Und am besten druckt ihr auch mit randlosem Druck aus. Kleine Erklärung vielleicht noch zu den Maßen. Ich weiß nicht, ob das selbsterklärend ist oder ob ich das ein bisschen verwirrend gemacht habe. Ich hoffe, es ist relativ leicht zu verstehen. Und zwar einfach mal als Beispiel bei dem Einzelteil 04 hier. Und zwar ist das eine Tagtasche, wo Sonnenstrahlen dann später noch ausgestanzt werden. Wie gesagt, Alternativen, wie man das auch ohne Plotter machen kann, dazu komme ich dann bei den jeweiligen Seiten zu sprechen. Aber jetzt einfach mal bezogen auf die Maße. Ihr seht ja hier die Maße 1 plus 15 plus 1.
mal 9 plus 1 Zentimeter. Und zwar habe ich das nach den Falzen aufgeteilt. Ihr seht ja vielleicht diese kleinen Striche oben und unten oder an den Rändern von den jeweiligen Einzelteilen. Und das bedeutet, dass ihr an der Stelle falzen müsst. Ihr könnt aber auch die Maße unten nehmen, die angegeben sind. Also wenn da jetzt zum Beispiel steht 1 plus 15 plus 1, bedeutet das, nach einem Zentimeter wird eine Falzlinie gezogen, dann kommen 15 Zentimeter hinzu, das heißt, bei 16 cm wird dann nochmal eine Falzlinie gezogen und rechts bleiben dann noch 1 cm übrig. Also so ist die Aufteilung von den Maßen. Also um jetzt das andere Maß auch noch zu erklären, bei 9 plus 1 bedeutet das einfach, die Tasche hat insgesamt eine Höhe von 10 cm und ihr macht einfach unten bei einem Zentimeter eine Falzlinie rein. Wie gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, welche Variante man da bevorzugt. Ich würde euch einfach wirklich empfehlen, probiert das mit dem Drucker mal aus. Ich finde, das ist eine klasse Idee und da muss man nicht so lange dann hin und her rechnen und abmessen und abschneiden. Ansonsten eine kurze Erklärung noch für die Plotterbesitzer unter euch. Habe ich natürlich auch separate Plotter-Dateien erstellt. Im Prinzip ist das nichts anderes als die Einzelteile ohne Schrift, PDF, nur halt nochmal in separatem Format. Also ich habe das DXF-Format und die Studio 3-Dateien für diejenigen, die auch eine Silhouette-Maschine, eine Plottermaschine benutzen. Also die Dateien, die ladet ihr euch einfach nur in eure Plotter-Software. Das sollte eigentlich hoffentlich, denke ich, mit jeder Plotter-Software funktionieren. Falls die DXF-Dateien bei eurem Plotter nicht funktionieren, dann sagt mir bitte Bescheid und sagt mir am besten auch, welches Format ihr benötigt. Wie gesagt, ich habe leider keinen anderen Plotter, ich habe nur den Silhouette-Plotter. Deswegen kann ich das leider nicht sagen, ob die DXF-Datei wirklich bei allen anderen Plotter-Softwaren funktioniert, aber ja, sollte eigentlich hoffentlich. Ein Hinweis noch zu den Plotter-Dateien, weil ich mir nicht sicher war, wie das funktioniert, dass das die richtige Größe hat. Achtet einfach darauf, dass ihr das am besten selber in die richtige Größe zieht, indem ihr dieses Rechteck, was ich jeweils bei den einzelnen Dateien drumherum gemalt habe, dass ihr das so vergrößert, also mit dem ganzen anderen Inhalt oder verkleinert, je nachdem, dass das DIN A4 Größe hat. Also dieses Rechteck außenrum, das müsst ihr nicht mitschneiden, das ist einfach nur zur Überprüfung quasi. Das muss die Maße haben 210 mm mal 297 mm, also genau DIN A4. Dann hat eure Plotter-Datei, also der Inhalt davon, die richtigen Maße. Danach könnt ihr das Rechteck einfach rauslöschen und dann könnt ihr einfach euren Plotter arbeiten lassen. Ja, ansonsten würde ich aber auch empfehlen, dass sich auch die Plotter-Besitzer dringend mal die PDF anschauen, Einzelteile mit Schrift, weil das sind nämlich noch ein paar zusätzliche Hinweise, zum Beispiel wie oft ihr manche Sachen braucht, zum Beispiel die Basisseite, die relativ weit am Anfang ist, die braucht ihr insgesamt 4-mal. Also daran denken, es gibt natürlich nur eine Plotter-Datei, aber ihr müsst das trotzdem 4-mal ausplotten. Wobei das jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel ist, weil hier bei der Basisseite genauso auch der Hinweis steht, dass hier das Schneidebrett leichter zu benutzen ist. Also ich würde euch empfehlen, bei der Basisseite, das ist so simpel auszuschneiden, 21x15 cm, vor allem wenn ihr DIN A4 Cardstock benutzt, nehmt einfach ein Schneidebrett. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Tut mir wirklich leid für dieses lange Vorwort, aber ich denke, das muss man einfach dazu sagen, weil es zum Tutorial irgendwie dazugehört. Und zwar, denke ich, fangen wir einfach mal an mit Seite 1. Hier seht ihr schon alle Einzelteile, die ich mir ausgeschnitten habe. Also wie gesagt, ich habe dafür meinen Plotter benutzt. Ein paar Ausnahmen habe ich gemacht, also zum Beispiel die Basisseite. Das habe ich aber auch auf der PDF vermerkt. Die habe ich mir mit dem Schneidebrett einfach ausgeschnitten, weil wie gesagt, das ist einfach DIN A4, schneidet ihr an der längeren Seite bei 15 cm ab. Und dann habt ihr ein Rechteck mit 21x15 cm. Das ist immer jeweils unsere Basisseite. Und unser Album wird hochkant werden. Das heißt, könnt ihr euch die Seite einfach hochkant erstmal hinlegen und dann könnt ihr alle Einzelteile drauf platzieren. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, habe das Ganze gefalzt an den entsprechenden Stellen. Wie gesagt, das ist ja jeweils vermerkt, wo ihr die Falzlinien ziehen müsst. Meistens müsst ihr die Falzlinie immer nur bei einem Zentimeter ziehen, weil es nämlich dann die Klebelasche ist. Und da habe ich überall auch schon mal einen doppelseitigen Klebestreifen aufgeklebt. Und die ersten drei Elemente, das sind diese hier, die ordnen wir jetzt hier nach oben hin an.
Und zwar werden die hier oben aufgeklebt, sodass die hier nebeneinander liegen und man das halt variabel auf- und zuklappen kann. Ist ein bisschen ein verspielteres Element, aber eigentlich ganz niedlich, wie ich finde. So, und jetzt hier unten, da soll jetzt eine Tagtasche hin. Wie gesagt, das habe ich mir jetzt mit meinem Plotter ausgeschnitten. Wer jetzt keinen Plotter hat, das wäre jetzt relativ einfach. Das könnte man vielleicht noch versuchen, mit einem Cuttermesser und einem Lineal nachzuschneiden. Das hier kann man dann entweder komplett weglassen, sodass die Sonne geschlossen ist, oder man versucht, das Herz irgendwie auch im Cuttermesser auszuschneiden. Wäre eine Variante für diejenigen, die jetzt keinen Plotter haben. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist eine Stanze zu benutzen und da irgendwas reinzustanzen, was da halbwegs passt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier so ein Stanzset habt, könnt ihr mal gucken, ob das hier so drauf passt. Das wäre jetzt ein bisschen zu groß von der Breite her. Das hier könnte irgendwie passen. Oder wenn ihr auch eine Figur habt, die reinpasst, dann könnt ihr das auch ausstanzen und habt dann auch euer Fensterelement. Oder natürlich ganz simpel, ihr lasst es einfach komplett und benutzt das dann, um es mit Motivpapier zu verzieren und schneidet einfach in der Mitte gar nichts aus. Was ich jetzt noch mir überlegt habe, ist, damit sich das ein bisschen leichter rein- und rausschieben lässt, der Tag dann später, habe ich mir hier noch so ein kleines Transparency, also es ist einfach Overhead-Folie, aber jegliche Plastikfolie funktioniert, habe ich mir zurechtgeschnitten und das klebe ich jetzt hier einfach nur hinten dran. Ich habe mir hier schon mal auch wieder doppelseitige Klebefolie vorbereitet. Also so sieht das Ganze dann aus. Sieht einfach ein bisschen, ja, geschützter aus. Und wenn ihr dann den Tag rein und rauszieht, müsst ihr nicht Angst haben, dass euch das irgendwo an diesen feinen Schnittstellen verhakelt. So, und das wird jetzt als Tasche hier unten hingeklebt. Aber ich werde das jetzt erstmal noch nicht festkleben, weil ich möchte, dass man Motivpapier hier hinter auch sieht. Also ich möchte nicht, dass der Hintergrund weiß ist, sondern ich möchte, ja, dass da eben Motivpapier hinten durchschimmert. Und da kommt jetzt eine kleine Designentscheidung ins Spiel. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich möchte gerne das Album so gestalten, dass man auch mit 6x6-Inch Papier arbeiten kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wollt ihr euch dran halten oder nicht? Also wenn ihr größeres Motivpapier habt, dann schneidet einfach ein Rechteck aus, was vollflächig vom Designpapier hier drauf passt, und dann ist gut. Ich werde es jetzt halt so machen, dass ich hier unten hinter der Tasche anderes Designpapier draufkleben werde als hier oben. Und damit es ein bisschen leichter geht beim Draufkleben, werde ich erst das Designpapier hier draufkleben und dann die Tasche. Aber ansonsten, wie gesagt, die Tasche eigentlich sehr selbsterklärend. Ihr habt hier diese drei Klebelaschen und daran klebt ihr einfach die Tasche hier unten fest. Und das ist dann der jeweilige Tag, der dazugehört. Wer jetzt keinen Plotter hat, kann jetzt hier zum Beispiel auch eine Bordürenstanze benutzen und das Ganze verzieren. Oder ihr lasst das einfach als komplette gerade Kante, würde natürlich auch gehen. Und das ist dann der Tag, den man hier reinstecken kann. Und durch dieses Transparency oder beziehungsweise durch das kleine Fenster, was wir uns hier ausgeschnitten haben, können wir dann auch ein bisschen hindurch gucken und schon mal so eine kleine Vorschau bekommen, was auf dem Tag hier zu sehen ist. Ja, das war Seite 1, die Vorderseite. Für die Rückseite von Seite 1 basteln wir uns jetzt erstmal ein kleines Shaker-Element. Hier gibt es jetzt auch wieder ein paar Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr jetzt keinen Plotter habt. Wie auch schon bei der Vorderseite von Seite 1 könnt ihr jetzt an der Stelle entweder mit einer Stanze euch ein Fenster ausstanzen, eurer Wahl. Das kann rechteckig sein, das kann eine bestimmte Form haben, was euch da so einfällt und was ihr zu Hause da habt. Oder wenn ihr es euch ganz einfach machen wollt, nehmt ein Lineal und ein Cuttermesser. Setzt das Cuttermesser vorsichtig an und schneidet euch ein ganz normales Rechteck aus. Das würde natürlich auch gehen. Oder wenn ihr überhaupt keinen Bock auf ein Shaker-Element habt, dann lasst das einfach komplett weg und macht einfach ein normales Klapp-Element draus. Was ihr jetzt in das Schüttelfenster reinfüllen möchtet, ist jetzt natürlich ganz eurer Wahl überlassen. Was ich jetzt gemacht habe, um das schon mal vorzubereiten, ich habe mir dieses Rechteck hier schon mal beklebt mit einer Overhead-Folie oder beziehungsweise mit einem Plastiksheet, habe ich einfach nur vollflächig hinten drauf geklebt. Dasselbe habe ich auch mit dem Element gemacht, wo wir hier nochmal diese kleine Falzlinie haben. Und was ich auch schon mal gemacht habe, ist, ich habe mir hier so 3D-Klebeband genommen, also es ist so ein bisschen so ein Foam-Tape, so ein bisschen dreidimensional. Und habe das schon mal komplett ringsrum am Rand beklebt, also so, dass das so ein bisschen erhaben ist, damit die Schüttelelemente da drin auch ein bisschen Platz haben, um sich zu bewegen. So, und dann habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht, die ich reinfüllen möchte.
Und zwar habe ich mir gedacht, ich möchte ja das Album gerne mit der Sweet Summer Kollektion von Doodlebug verzieren. Und da habe ich dann die Framboras hergenommen oder beziehungsweise die Die Cuts und möchte die jetzt einfach ins Schüttelelement fest mit einbauen. Wie gesagt, ihr könnt auch frei überlegen, ob ihr was anderes da lieber reinfüllen möchtet. Also zum Beispiel Glitzer könnt ihr da reintun. So ein paar Schmucksteine, Pailletten sind auch immer ganz schön. Ein paar Pailletten füge ich noch hinzu, nicht allzu viele. So irgendwie, bis ich das halbwegs verteilt und angeordnet habe. Und dann friemle ich vorsichtig das doppelseitige Tape hier ab. Und dann klebe ich die beiden Schüttelelemente hier einfach nur zusammen. Und dann haben wir das erste Schüttelelement. Also man kann es jetzt nicht so sehr schütteln wegen der Statik von dem Designpapier bzw. von der Plastikfolie. Das klebt so ein bisschen, aber das soll sich ja auch nur so ein bisschen bewegen. So wirklich schütteln kann man es ja dann eh nicht, wenn es fest am Album dran klebt. Von daher ist das schon in Ordnung, wenn es einfach nur so ein bisschen lose da drin rumwackelt. Und das kleben wir jetzt einfach auf der Rückseite von unserer Seite 1 fest. Also oben sind hier unsere Elemente. Und dann kleben wir es linksbündig fest. Also achtet darauf, dass rechts noch 1 cm Platz bleibt, weil da wird dann später unsere Bindung dran geklebt. So, das klebe ich jetzt hier einfach nur so fest, wie gesagt, dass das halt bündig ist und dass man das dann halt nach oben hin aufklappen kann. Und dann könnt ihr das nämlich dann prima unterteilen wegen dem Designpapier. Ihr habt hier oben dann Designpapier und hier unten könnt ihr dann nochmal anderes Designpapier verwenden. Wie gesagt, wenn euch das lieber ist, dass das im Uni-Look ist, dann klebt erst das Designpapier dahinter und macht dann erst das Shaker-Element auf eure Karte drauf. Und dann hier oben, damit es nicht so leer aussieht und da auch nochmal ein kleines verspielteres Element bekommt, habe ich hier so eine schräge Gürtellasche gebaut. Die wird einfach nur festgeklebt. Denkt auch wieder dran, dass ihr einen Rand lasst, rechts für die Bindung. Wenn es euch leichter fällt, könnt ihr an der Stelle natürlich auch erst das Designpapier aufkleben und dann die Gürtellasche. Dann müsst ihr das Designpapier hier nicht nochmal nachträglich drunter durchfriemeln. Und ansonsten ist hier jetzt Platz für einen Tag und da habe ich das hier genommen. Das ist einfach der Rest, der übrig geblieben ist. Als ich das ausgeschnitten habe mit meinem Schneidplotter, habe ich mir aufgehoben und das kann man natürlich prima auch als Tag benutzen. Oder wenn ihr das halt nicht habt, wie gesagt, einfach ein ganz normales Rechteck, was von den Maßen hier reinpasst, würde natürlich auch funktionieren. Ja, und dann haben wir damit die Rückseite von Seite 1 auch schon fertig. Die Seite 2 hat jetzt auch wieder ein Fensterelement. Wie gesagt, nehmt einfach eine Stanze, stanzt es aus oder wenn ihr keine Big Shot und keine Stanze habt, die passt, dann schneidet einfach ein ganz normales Rechteck aus oder belasst es einfach als nicht transparente, also als solide Tasche quasi. Und das Ganze falzt jetzt einfach hier an den drei Seiten mit den drei Klebelaschen. Dann habe ich mir hier auch wieder ein Stück Transparency oder beziehungsweise ein Stück Plastikfolie ausgeschnitten und das hinten dran geklebt, damit ich mir ein bisschen leichter tue, wenn ich später die Text rein- und rausstecken will. Und auch hier ist wieder dasselbe Spiel. Ich habe mir schon mal Motivpapier ausgesucht, was ich gerne hier dahinter kleben möchte als Tasche. Damit ich mir einfach ein bisschen leichter tue, klebe ich das jetzt schon im Vorfeld drauf. Und auch hier klebe ich das wieder zuerst an der Innenseite von der Tasche fest. So, dann haben wir jetzt hier unsere Tasche. Da können wir jetzt den einen Tag bequem reinstecken. Und zwar ist das der Erinnerungen-Tag. Wenn ihr jetzt keinen Plotter habt für diese Tags, ich habe ein Alternativ-Video dazu gemacht. Also ich habe gezeigt, wie ihr mit der Big Shot und Buchstabenstanzen euch auch solche Tags erstellen könnt, wo oben Wörter stehen. Dann schaut einfach mal das letzte Video von mir an. Vielleicht ist das eine Idee, wie ihr das auch ohne Plotter machen könnt. Ansonsten, wenn ihr keinen Plotter habt, auch wieder dieselben Anregungen. Schneidet das einfach oben gerade ab, also so, dass ihr überhaupt kein Wort habt. Dann nehmt eine Bordürenstanze zum Beispiel und schneidet euch eine schöne Bordüre da rein. Ihr könnt diese Technik mit der Big Shot natürlich auch mit Motivstanzen machen, wenn ihr da irgendwie, weiß ich nicht, so ein Herzbanner oder was auch immer euch da reinschneiden könnt. Kommt natürlich absolut drauf an, was ihr so an Stanzen oder an Materialien zu Hause habt. Oder natürlich kann man es auch komplett simpel machen. Das Ganze einfach gerade abschneiden und dann habt ihr halt einen ganz normalen eckigen Tag. Funktioniert natürlich genauso. Ansonsten wird es jetzt noch mal ein bisschen knifflig, weil wir haben hier noch diesen zweiten Tag, die sich so ineinander schachteln sollen. Erkennt man jetzt in der Kamera ein bisschen schlecht, weil noch kein Motivpapier hinten dran klebt. Aber halt so, dass das das Wort perfekte Erinnerungen bildet. Und wie ihr seht, ist dieser Tag
mit dem Perfekt obendran, ist nicht vollflächig. Das liegt natürlich an meiner Challenge. Wie gesagt, ich wollte ja vermeiden, größeres Papier zu verwenden als 6x6 Inch. Und zwar möchte ich jetzt aus dieser Tag-Tasche eine zweite Tasche machen. Das ist der ganze Trick bei der Sache, sodass wir dann diesen perfekten Tag, also diesen Tag mit dem Wort perfekt, dass wir den hinter die Tag-Tasche nochmal stecken können. Und damit das jetzt halt nicht bis ans Ende rutscht, also man könnte das jetzt natürlich hier an den Ecken und Kanten festkleben, dann hat man nochmal eine große Tasche. Das wollte ich jetzt explizit nicht machen, weil wie gesagt, ich habe ja die Challenge, dass mein Motivpapier nicht größer sein soll. Deswegen werde ich mir jetzt hier eines kleinen Tricks behelfen. Und zwar, ihr seht, ich habe ja die Tasche hier noch nicht festgeklebt. Und zwar möchte ich mit dieser Tasche eine zweite Tasche bilden, die dann genau diesen Tag halten soll. So, und deswegen muss ich jetzt erstmal abmessen, wo ich hier meinen Kleber hinmachen soll. Das mache ich jetzt von Hand. Ihr könnt das natürlich auch irgendwie abmessen, wenn euch das lieber ist. Aber ich werde es einfach so machen, dass ich schaue. Also erstmal muss das hier unten bündig sein. Die Tasche muss bündig mit der Basisseite aufliegen. Und oben schaue ich einfach nur, dass noch ein bisschen Rand ist nach oben hin zu den Wörtern. Dann nehme ich mir hier mein doppelseitiges Klebeband und gebe hier auf das Motivpapier hier hinten nochmal Kleber drauf. Und dann ist an der Stelle der Tag hier festgeklebt und ich kann ihn bis hier unten reinstecken. Jetzt ist mir natürlich ein kleiner Denkfehler noch unterlaufen. Und zwar hätte ich das hier nicht festkleben sollen bis am Rand. Also ich habe hier schon doppelseitiges Klebeband drauf gemacht, war an sich eine dumme Idee, weil eine Tag jetzt natürlich breiter ist. Also achtet darauf, dass ihr hier entweder mit Flüssigkleber nur eine dünne Spur Kleber drauf macht oder ihr schneidet den Tag nochmal eine Spur kleiner. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach den Tag nochmal ein bisschen kleiner zu schneiden. Ja, ich denke, ich werde es um 1 cm kürzen. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber zumindest passt es jetzt hier rein zwischen diese beiden Klebelaschen. Ist ein bisschen eng, vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr abschneiden wollen, aber ich denke, ihr habt es irgendwie grob verstanden, oder wie ich das Ganze gemeint habe. Ja, und ansonsten kleben wir jetzt einfach diese Tasche unten auf unser Basispapier drauf. So, und dann haben wir jetzt damit zwei Tag-Taschen, und zwar einmal hinter den Tag. Ihr seht, das passt hier perfekt rein. Haha, Wortspiel. Ja, und die Erinnerungen, der Tag, der kommt hier einfach drüber. Ist ein bisschen friemelig, war vielleicht nicht die beste Idee, das genau an der Stelle mit diesen feinen Wortstanzungen zu machen. Aber ich denke mal, man hat es ganz gut verstanden. Und wie gesagt, wenn da jetzt noch Motivpapier drauf kommt, kann man dann hoffentlich auch die Wörter ein bisschen besser noch erkennen. Das jetzt weiß auf weiß ist ein bisschen schwierig zu sehen. Ja, aber auf jeden Fall war das die Vorderseite von der Seite 2. Und die Rückseite von der Seite 2 ist wirklich super einfach aufgebaut. Ihr braucht einfach 6-mal diese Rechtecke hier. Die kann man auch ganz einfach ohne Plotter schneiden, also einfach ne, auf die gewünschte Größe zurechtschneiden, so wie es auch von den Maßen her, wie ihr das der PDF-Datei entnehmen könnt. Und das wird jetzt so eine Art Wasserfallelement. Also das heißt, wir kleben einfach 3-mal diese Seiten oder diese Klappelemente oben hin und dann 3-mal die Klappelemente unten hin und auch wieder bündig nach links, sodass wir dann auf der rechten Seite noch 1 cm Platz für unsere Bindung haben. Und dann habt ihr damit auch schon die Rückseite fertig. Wie gesagt, ist eigentlich an sich sehr simpel aufgebaut. Also ihr habt quasi oben 3-mal ein Klappelement und unten 3-mal ein Klappelement. Wie ihr das jetzt anordnen möchtet, ob ihr das jetzt irgendwie so abwechselnd auf- und zuklappen möchtet, ist ganz euch überlassen. Müsst ihr einfach mal experimentieren, was euch so gefällt. Ja, und ansonsten war es das mit der Seite 2. Die Seite 3 sind dann wieder Halbseiten, also das heißt, wir haben quasi 2-mal die Seite 3 und haben sie quasi einfach nur halbiert. Und zwar basteln wir uns jetzt Briefumschläge, wenn man so will, daraus. Und zwar haben wir hier einmal dieses Element, das brauchen wir insgesamt 2-mal. Dann haben wir jeweils noch eine kleine Ecktasche, das ist dieses Element hier, auch wieder 2-mal natürlich, logischerweise. Und hier das Oberteil vom Umschlag brauchen wir auch 1-mal. Und dann habe ich hier noch das Fenster, was übrig geblieben ist. Und zwar habe ich ja hier bei der Seite 2, bei der Vorderseite, mir hier so ein Fenster ausgeschnitten und habe
das, was, ja, dieses Teil hier habe ich mir einfach aufgehoben, weil ich mir gedacht habe, das macht vielleicht einen ganz schönen Tag. Man muss es ja nicht wegschmeißen, man kann das ja alles wiederverwenden und recyceln. Und ja, wir werden jetzt mal einen Umschlag zusammenbasteln, der andere, der geht dann komplett genauso. Aber ich denke, wie das Ganze zusammengesetzt wird, ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Also wir haben hier einmal das hier. Wer möchte, kann jetzt an dieser Stelle hier schon mal Motivpapier aufkleben. Dann tut ihr euch vielleicht ein bisschen leichter. Ich werde es jetzt trotzdem schon mal festkleben. Und zwar klebe ich den Umschlag hier einfach nur zu. Dann haben wir jetzt hier einen Umschlag, wo man einen Tag reinstecken kann oder eine Fotomatte reinstecken kann. Das hier, das ist eigentlich mehr oder weniger nur ein Zierelement. Wer jetzt ein bisschen was Dickeres in den Umschlag reinpacken möchte, der kann ja hier nochmal eine zweite Falzlinie sehr nah an der anderen Falzlinie ziehen. Und dann habt ihr so ein bisschen einen dreidimensionaleren Umschlag. Ansonsten auf der Rückseite, hier kommt jetzt 1 cm Bindung hin, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und ansonsten werde ich jetzt hier einfach nur noch meine Tasche anbringen. Und da hat man jetzt, wie gesagt, Platz für Tags. Ich werde jetzt hier den hier einfach mal reinstecken. Aber ansonsten kann man natürlich auch Fotomatten dann hier noch reinstecken. Oder halt so Verzierungselemente zum Beispiel. Ja, und wie gesagt, das Ganze baut jetzt einfach noch ein zweites Mal zusammen. Und damit ist auch schon Seite 3 fertig. Die Seite 4 ist jetzt wieder ein bisschen komplizierter, wenn ich mal so sagen kann. Wir fangen jetzt erstmal mit diesen beiden Elementen an, die wir zweimal brauchen. Und zwar sind das zweimal hier solche Flaggen. Und die kleben wir jetzt einfach einmal links und einmal rechts bündig auf unserer Basisseite fest. Also so, dass man das einfach einmal nach links und nach rechts hin hier aufklappen oder wegklappen kann. Dann haben wir hier dieses Element und zwar sind das auch wieder zwei Taschen in einem, zwei Tagtaschen in einem, wenn man so will. Hier jetzt auch wieder dieselben Tipps wie schon die letzten Male. Also wenn ihr jetzt keinen Plotter habt, dann könnt ihr euch das zum Beispiel mit der Big Shot oder mit der Stanzentechnik ausschneiden, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Oder ihr macht einfach einen geraden Strich. Oder wenn ihr einen Bordürenstanzer habt, benutzt ihr einfach eine Bordürenstanze. So, und diese Tagtasche, die wird jetzt nun auf diese Art und Weise oben bündig festgeklebt. Also das heißt, hier... Das hier bildet eine Tagtasche, diese Elemente hier oben. Dann wird das Ganze hier unten festgeklebt. Dann klappt ihr das übrige Element nach oben hin und das klebt ihr hier so zusammen. Und dann habt ihr hier eure zweite Tagtasche von oben. Ja, ein bisschen komplizierter vom Mechanismus her, aber ich finde ihn trotzdem total cool. Und so sieht das fertige Element aus. Wie gesagt, tut mir leid, es ist weiß auf weiß immer ein bisschen schwierig zu erkennen. Aber wenn dann Motivpapier drauf kommt, sieht man es ein bisschen besser. Wir haben hier oben einmal Platz für einen Tag. Das ist jetzt auch ein Rest, den ich übrig habe von, oh, ich weiß nicht mehr, von den vorigen Seiten. Da habe ich mir ja dieses Shaker-Element ausgestanzt. Und das ist eben der zweite Rest, der da übrig geblieben ist. Das man ja natürlich auch prima als Tag benutzen kann. Und dann habe ich mir hier nochmal einen größeren Tag gebastelt, auch wieder gefalzt, sodass das dann wieder für meine Challenge mit dem 6x6-Inch Papier funktioniert. Und diesen Tag, den kann man jetzt schön hier drunter schieben. Und dieses Klappelement kann man, wenn man möchte, auch nach oben hin so ein bisschen rausgucken lassen. Dann sieht das Ganze auch noch mal ein bisschen verspielter aus. Und dann wird das Ganze hier einfach nur links und rechts zugeklappt mit diesen Flaggenelementen. Und damit ist die Vorderseite von Seite 4 auch fertig. Und weil die Vorderseite jetzt so kompliziert war, ist die Rückseite wieder ein bisschen simpler gehalten. Und zwar haben wir hier erstmal einen ganz normalen geraden Gürtellaschenmechanismus. Und wir haben hier einen größeren Tag, der sich aus zwei Einzelteilen zusammensetzt. Und zwar kleben wir den einfach nur an dieser Klebelasche an dem kürzeren gefalzten Stück zusammen, sodass wir dann hier so eine Art die Harmonika haben. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber auf jeden Fall passt hier auch wieder 6x6-Inch Papier drauf, also wenn man es ein bisschen von der Breite her beschneidet. Und zwar wird der Tag durch diese Gürtellasche jetzt gehalten und zwar muss diese Gürtellasche hier hin. Also so möchte ich den Tag gerne reinstecken, dass der auf die Art und Weise gehalten wird. So, und zwar halte ich das Ganze jetzt in der Form einfach mal fest, damit ich das Ganze ein bisschen besser abschätzen kann, wo ich meine Gürtellasche hier hinten anbringen möchte. Denkt dran, dass ihr das auch wieder hier linksbündig anklebt, sodass wir hier rechts 1 cm frei haben, wo dann später unsere Bindung hin soll. Und auch hier
ist das jetzt wieder ein bisschen eine Designentscheidung, ob man sich jetzt an diese 6x6-Inch-Challenge halten möchte oder nicht. Ihr könnt jetzt oben ein anderes Motivpapier aufkleben als unten und wo sich das Ganze trifft, das wird dann quasi durch die Gürtellasche versteckt. Aber natürlich, wenn ihr euch nicht an die Challenge halten wollt und 12x12-Inch-Papier habt oder auch 8x8-Inch, dann könnt ihr natürlich auch ein großes Stück Designpapier hier vollflächig draufkleben. Ansonsten wird dieser Tag jetzt einfach nur an der kürzeren, ja, wie soll man das sagen, am kürzeren Ende hier unten reingesteckt und wird dann durch die Gürtellasche perfekt gehalten. Müsst ihr jetzt natürlich nicht machen, wenn es euch besser gefällt, könnt ihr den Tag natürlich auch gerne hier so komplett reinstecken. Das war also Seite 4. Und dann nähern wir uns jetzt auch endlich dem Ende. Wir fangen jetzt an mit der letzten Seite, mit Seite 5, die Vorderseite. Und zwar haben wir hier einmal dieses Element. Wie gesagt, nehmt einfach die Technik, die euch gefällt oder die ihr zur Verfügung habt, wegen diesen Buchstaben hier oben, oder lasst sie einfach weg und so weiter und so fort. Hier unten, das ist jetzt auch wieder eine Stelle, da kann man prima einen Bordürenstanzer benutzen, zum Beispiel, wenn man jetzt nicht einen Plotter hat und das nicht ausplotten kann. Ansonsten möchte ich gerne dieses Element hier als Tasche und gleichzeitig als Klappelement hier unten drunter festkleben. Und weil das jetzt nicht in einem Rutsch schneidbar ist, wenn ich mal so sagen kann, also an einer gewissen Stelle müssen wir entweder das Element einzeln schneiden, dann haben wir hier eine komplette Tasche, oder ich habe jetzt das halt einfach so gelöst, dass ich mir jetzt hier ein Hilfselement zurechtgeschnitten habe. Einfach zwei Klebelaschen direkt nebeneinander. Und zwar werden wir das jetzt auf der Rückseite von diesem Tag entlang dieser Falzlinie aufkleben. Und hineingesteckt werden soll dieser Tag hier vorne. Da kann man jetzt mal ein bisschen kontrollieren, dass das von der Größe her so passt, dass man das Ganze vielleicht ungefähr zentriert und dass man dann ja so ungefähr weiß, wie man das Ganze festkleben möchte. Also ich möchte es ungefähr so festkleben, dass wenn ich den Tag wirklich bis zum Anschlag hineinstecke, dass dieser Abstand dann in etwa genauso groß ist wie der Abstand hier zu diesem Klappelement. Das Ganze klebe ich dann hier einfach nur fest. Und zwar ist das jetzt in dem Fall eine offene Tasche, die nach rechts hin geöffnet ist. Dann tut man sich ein bisschen leichter, den Tag immer rein und raus zu ziehen oder rauszustecken, reinzustecken, so rum. Und hier unten habt ihr dann noch so ein kleines verspielteres Klappelement. Das kann man jetzt natürlich ja von Anfang an entweder so verschlossen halten hier oben, oder ich werde es so machen, dass das nach hier unten hin zu ist. Und ansonsten war das schon der ganze Trick für die Vorderseite von Seite 1, also ein paar verspieltere Klappelemente und hier oben eine kleine Tagtasche. Und schließlich, last but not least, noch die Rückseite von der Seite 5. Dafür habe ich mir wieder ein bisschen was Besonderes überlegt. Und zwar hier diesen Fokuspunkt oder diesen, ja, wie soll man das sagen, dieses verspielte Element hier, was ihr euch mit dem Plotter ausschneiden könnt. Wie gesagt, wenn ihr jetzt keinen Plotter habt, dann schaut einfach mal. Vielleicht habt ihr ja Wortstanzen, mit denen ihr ja auch euch so Worte ausstanzen könnt. Das könntet ihr zum Beispiel tun. Ihr könnt natürlich auch ein quadratisches Stanzelement nehmen, wenn ihr jetzt irgendwie eine Big Shot habt zum Beispiel. Oder ja, entweder ihr nehmt es einfach als ganz normales Klappelement und schneidet da überhaupt nichts aus, oder vielleicht macht ihr irgendwie wieder ein Shaker-Window draus oder irgendwie sowas in der Art. Also da gibt es genug Wege und Möglichkeiten, was man sich da als Alternativen überlegen kann. Wir fangen jetzt erstmal mit der Tag-Tasche an. Das sind jetzt auch wieder zwei Tag-Taschen in einem, wenn man so will. Und zwar habe ich mir dafür eines kleinen Tricks beholfen. Und zwar habe ich jetzt ausnahmsweise nicht an den, also schon auch an den Klebelaschen, aber ich habe zusätzlich noch hier einen Klebestreifen angefügt, also unter meiner Klebelasche, an dem kürzeren Teil. Und das kleben wir einfach hier einmal so fest. Und dadurch, dass wir jetzt hier auch nochmal Klebelaschen haben, haben wir dann automatisch diese Tagtasche in zwei Taschen unterteilt. Und zwar haben wir einmal hier die erste Tagtasche und hier die zweite Tagtasche, die dann hierdurch, dadurch, dass wir hier auch nochmal einen Klebestreifen haben, verschlossen wird. Das Ganze können wir jetzt schon mal an der Basisseite hinten festkleben. Achtet auch wieder darauf, dass ihr es nach links hin bündig aufklebt, sodass dann rechts 1 cm Platz für die Bindung bleibt. Und das Ganze könnt ihr jetzt gerne ein bisschen nach oben oder nach unten hin verschieben. Ich werde es aber mittig anbringen, zumindest ungefähr. Ich werde das so grob abschätzen. Und dann ist das Ganze hier schon mal fest. Dann seht ihr jetzt, also das ist jetzt der dazugehörige Tag, dass der hier unten bequem reinpasst.
was man hoffentlich sehen kann. Wie gesagt, tut mir echt leid für Weiß auf Weiß. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Aber auf jeden Fall haben wir oben jetzt auch nochmal Platz für kleinere Tags. Ich nehme jetzt einfach mal den hier zur Hilfe. Ich habe dafür jetzt nicht explizit Tags übrig gelassen, sondern das kommt dann noch mit der Verzierung hinzu. Aber dadurch, dass wir eben das oben nochmal festgeklebt haben, hier an der Stelle, kann der Tag nicht weiter reinrutschen. Und dadurch haben wir zwei coole Tag-Taschen in einem, wenn man so will. Und dann dieses Element hier, das klebe ich an der linken Klebelasche einfach nur links auf dieses Element hier drauf. Da könnt ihr auch ein bisschen variieren. Also ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr möchtet, nochmal ein Transparency dahinter kleben. Wenn ihr Angst habt, dass euch das sonst irgendwie verheddert mit der Deko oder so, dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt hier ein Transparency dahinter klebt, sieht man jetzt natürlich dann ja die Klebestreifen, was nicht besonders hübsch aussieht. Ich würde euch empfehlen, plottet euch das Ganze nochmal aus, dann ohne die zweite Klebelasche hier links und klebt das dann einfach nochmal dahinter drüber, um, wenn ihr dann Transparency dahinter klebt, um eben diese Klebestellen zu verdecken. Wäre jetzt nur ein Tipp, aber was ihr auch machen könnt, ist einfach Motivpapier zum Beispiel direkt hier hinterkleben. Dann habt ihr quasi den Schnitt als Deko-Element und auf der Rückseite habt ihr dann nochmal Platz für ein Foto. Oder ihr lasst es einfach komplett weiß, einfach als reines Deko-Element könnt ihr gestalten, wie ihr möchtet. Ja, und das war jetzt auch schon Seite 5 und damit haben wir endlich alle Seiten fertig. So, jetzt zum Schluss machen wir die Bindung. Ich mache die Bindung immer ganz gerne zum Schluss. Man kann die natürlich auch am Anfang machen. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Varianten, die ich euch in die PDF gepackt habe. Einmal eine simplere Variante und eine etwas kompliziertere Variante. Es ist jetzt tatsächlich ein bisschen ja schwierig, das zu zeigen. Im Prinzip müsst ihr euch einfach nur merken, nehmt ein komplettes DIN A4 Papier, also wirklich komplett DIN A4 21 mal knapp 30 cm. Für die alternative Variante, die ich jetzt hier im Video zeige, ist das ja genau die richtige Größe, also ein sehr schöner Zufall, dass wir jetzt hier nichts schneiden müssen. Dann nehmt ihr das, falzt es einmal bei 2,5 cm und dann alle 1 cm. Und zwar zieht ihr 25 Falzlinien. 25 Falzlinien jeweils nach einem Zentimeter. Und das Ganze faltet ihr dann wie eine Ziehharmonika. Das habe ich jetzt schon mal gemacht, weil das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt im Video falte. Also ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen, dass das hier so im Zickzack-Stil gefalzt wurde oder gefaltet wurde. Ich würde euch dringend raten, nehmt ein Falzbein und jedes Mal, wenn ihr was umknickt, zieht es mit der Falz nach. Hier dann die nächste Falz und dann wieder die nächste Falz und so weiter und so fort. Also nehmt euch da wirklich die nötige Zeit. Und natürlich, ein Falzbrett ist jetzt in dem Fall unerlässlich. So. Und wenn ihr das Ganze dann gefaltet habt, müsst ihr jetzt Kleber aufbringen. Also ich würde euch dringend raten, nehmt doppelseitiges Klebeband, das ist wesentlich einfacher zu handhaben. In dem Fall als Flüssigkleber, auch wenn Flüssigkleber wahrscheinlich besser hält. Und da habe ich euch auch auf der PDF eingezeichnet, wo ihr Klebestreifen hinmachen müsst. Das ist jetzt im Video sehr schwer zu erkennen. Und zwar haben wir eine Vorderseite und wir haben eine Rückseite. Und zwar ist bei mir die Rückseite so, oder die Vorderseite, fangen wir mal lieber so an. Die Vorderseite ist so definiert, dass dieses große Stück zu euch hinguckt und dann halt das Zickzackmuster anfängt und so hört es auch auf. Das ist bei mir die Vorderseite und das andere, das ist bei mir die Rückseite. So, wie ihr das jetzt seht in der PDF, sind bei der Vorderseite, ist da alle zwei Streifen oder alle zwei Knicke, ist ein Klebestreifen angebracht. Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich glaube, man kann es in der Kamera jetzt nur sehr schwer erkennen, aber im Prinzip immer hier ist eine Klebefläche, hier ist eine Klebefläche, hier ist eine Klebefläche und so weiter und so fort. Das geht bis hier hinten hin und es hört dann auf mit hier ist eine Klebefläche und hier ist keine Klebefläche und da geht es dann hier wieder mit dem 2,5 cm Stück weiter. So bringt ihr den Kleber auf der Vorderseite auf. Auf der Rückseite ist das jetzt alle vier Striche. Also ihr fangt zunächst hier an. Das ist der zweite Streifen. Da klebt ihr einmal einen Klebestreifen auf und dann alle vier. Also 1, 2, 3, 4. Hier ist dann wieder ein Klebestreifen drauf. Also wie gesagt, ich finde, das ist ein bisschen schwierig in der Kamera zu sehen. Aber ich denke, wenn man sich in Ruhe die PDF anguckt, dann kriegt man das schon ganz gut raus. Und das müssen wir jetzt zusammenkleben. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal auf der Vorderseite
mit der linken Seite an. Also das heißt, ich entferne hier den Klebestreifen und klebe das hier dran. Also so, dass das hier wirklich dran geklebt ist. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber wenn wir dann am Ende durch sind, versteht ihr es vielleicht ein bisschen besser, wie das funktioniert. Dann wird dieser Streifen jetzt wiederum auf der Rückseite festgeklebt. Auf der Rückseite solltet ihr an der Stelle einen Klebestreifen haben. Da ziehen wir jetzt auch wieder das Sicherheitspapier ab und kleben das Ganze fest. Dann sieht das Ganze so aus. Also das heißt, wir haben jetzt quasi hier zwei Schichten übereinander geklebt. Ist einfach nur, damit es ein bisschen stabiler ist. Weil das ist der gesamte Sinn hinter dieser komplizierteren Bindung. Sie ist einfach nur ein bisschen stabiler. Wie gesagt, wenn ihr es euch lieber einfach machen mögt, dann nehmt die erste Variante, die funktioniert auch. Dann zieht ihr jetzt auch bei dem dritten Streifen wieder hier dieses Sicherheitspapier ab und klebt auch den dritten Streifen am Anfang fest. So, das heißt, wir haben jetzt hier drei Schichten übereinander geklebt. So. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil diesen Klebestreifen, den machen wir jetzt noch nicht ab, diesen nächsten auf der Vorderseite. Der bleibt erstmal dran. Was wir aber abmachen, ist das Sicherheitspapier von dem Klebestreifen, der danach kommt. Das ziehen wir ab und kleben es hier direkt an diesem Nachbarstreifen, wenn man so will, fest. So, dann sieht das Ganze von oben so aus. Und dieses Muster, das setzen wir jetzt fort. Das heißt, hier an der Stelle ziehen wir das Ganze nicht ab. Also der Sicherheitsstreifen, der bleibt erstmal noch dran. Sondern der übernächste, der wird abgezogen und wird an dem benachbarten Teil festgeklebt. Da sieht das Ganze so aus. Dann machen wir auch wieder weiter. Der bleibt dran, der übernächste wird wieder abgezogen und festgeklebt. Bis das dann am Ende hier so aussieht. Also das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 von diesen Hubbeln. Und dann haben wir hier noch dieses längere Stück hier. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist auf der Rückseite uns um die restlichen Klebeflächen kümmern. Und zwar sollte, wenn ihr das richtig gemacht habt, sollte auf der Rückseite von hier diesen Streifen, die abstehen, da sollte jeweils ein Klebestreifen drauf sein. Und das machen wir jeweils ab und kleben das auf die benachbarte Fläche drauf. Das sieht dann von vorne so aus. Und das Ganze setzen wir jetzt auch wieder fort. Also hier haben wir wieder diesen Hubbel und diese zusammengeklebten Flächen, die abstehen. Da ist ein Klebestreifen drauf. Von den Klebestreifen lösen wir den Sicherheitsstreifen, oder wie nennt man das denn? Ihr wisst, wie ich meine, diese Folie, die man abzieht, und kleben das fest. Und das führen wir jetzt einfach so lange fort, bis wir damit fertig sind. Und was ihr jetzt übrig haben solltet, ich werde es mal kurz ein bisschen vorfalzen, damit man es ein bisschen besser sieht. So. Ich falte das jetzt mal gerade ziemlich gut, damit man es auch wirklich gut erkennen kann. Was ihr jetzt bekommen solltet, ist exakt das hier. Also ihr habt quasi auch wieder ein Zickzackmuster. Das erste Zickzackmuster ist hier an diesem großen Teil festgeklebt. Dann geht es zickzackförmig weiter. Hier immer jeweils von euch aus gesehen am linken, an der linken Ecke ist das immer verstärkt mit jeweils drei übereinander liegenden Papierschichten. Dann geht eine Papierschicht wieder nach rechts, dann wieder drei Papierschichten nach oben, eine wieder nach unten und so weiter und so fort. Und hier am Ende habt ihr schließlich auch wieder das Endstück. Und was auch noch sein sollte, wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte jeweils an der linken Seite noch ein Klebestreifen übrig sein. Also ihr solltet insgesamt 5 Klebestreifen noch übrig haben. Und das sind nämlich die Klebestreifen, wo eure Seiten drankommen. Dann ist jetzt der nächste Schritt einfach nur, das ganze Album jetzt zusammenzusetzen. Normalerweise würde ich euch empfehlen, erst das Album zu dekorieren oder zumindest vorzudekorieren. Das heißt, alles Motivpapier draufkleben und dann erst die Bindung einfügen. Ich werde es jetzt aber einfach mal anders machen, weil, ja, keine Ahnung, ich habe einfach mal Lust drauf, es andersrum zu probieren. Das hier sind jetzt alle Einzelseiten. Ich habe jetzt noch Cover dazu gemacht, also Vordercover und Rückcover. Ich habe hier einfach ein Stück Pappe genommen, also Graupappe, einfach mit
mit weißem Papier, also mit dünnem Druckerpapier umklebt, dass das halt quasi in diesen weißen Look mit dazu passt. Und ja, das ist quasi einfach nur Vorder- und Rückseite und ansonsten sind hier alle Seiten dazwischen. Und jetzt würde ich sagen, kleben wir das Ganze mal mit der Bindung zusammen, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Was ich jetzt erstmal noch mache, ist auf der Rückseite von den großen Streifen auch nochmal hier doppelseitiges Klebeband aufzubringen. So, und zwar haben wir hier unsere Bindung. Ich fange jetzt mit dem linken Stück an, was quasi diese drei Schichten übereinander links geklebt hat. Also rechts haben wir das nicht. Links ist das hier da dran geklebt. Mit der Seite fange ich an und da wird jetzt hier das Frontcover hier so drauf geklebt. Und zwar bündig auf der rechten Innenseite. Und das Ganze drücke ich auch wirklich gut nochmal mit einem Falzbein fest, damit das wirklich auch mit der Bindung verbunden ist. Und später, wenn wir jetzt ja hier nochmal ein Designpapier drüber kleben, ist das auch nochmal ein bisschen besser festgemacht. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann, einfach damit es schon mal komplett ist, klebe ich auch gleich schon mal die Rückseite auf. Und zwar die Rückseite ist ganz einfach das andere Stück hier am Ende, was auch 2,5 cm breit ist. Das kleben wir jetzt auch hier links bündig diesmal auf. So, und dann haben wir hier schon mal unser Album, was jetzt sehr, ja, flimsig aussieht. Man kann das natürlich auch so ein bisschen zusammendrücken. Ich werde da am Ende noch mal was probieren. Ich werde da am Ende noch mal so ein Papier drumherum kleben. Einfach damit es das von Haus aus ein bisschen besser zusammenhält. So, und dann kleben wir jetzt schließlich noch die einzelnen Seiten drauf. Wie gesagt, normalerweise würde ich empfehlen, dekoriert erst die Seiten. Aber wir machen das jetzt einfach mal so. Das ist jetzt die Seite 1, das ist die Vorderseite und das ist die Rückseite. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch, dass wir jeweils bei der Rückseite von den Seiten immer 1 cm Platz gelassen haben. Und das liegt daran, dass hier die Bindung draufgeklebt werden soll. Also hier, erinnert ihr euch, müsstet ihr ja noch einen Klebestreifen übrig haben, wo ihr die Sicherheitsfolie noch nicht abgezogen habt. Und das werden wir jetzt nämlich tun und werden da jeweils die Seiten dran festkleben. Drückt das Ganze auch wirklich mit einem Falzbein oder irgendwas Schwerem gut fest. Und dann solltet ihr jetzt hier die Seite 1 haben. Und getrennt wird das Ganze hier, also das ist quasi der, hier Trennungsstreifen hört sich so doof an, aber das ist der Abstandshalter quasi. Und zwar ist der halt durch diese Ziehharmonika-Bindung variabel. Also das heißt, je nachdem, wenn ihr hier noch mehr dreidimensionale Sachen hinzufügen könnt oder wollt, so rum, dann habt ihr da noch ein bisschen Platz dafür. Und so fahren wir jetzt einfach fort mit den Seiten. Also bei der Seite 2 ist hier auch wieder der Streifen, den wir hier abziehen müssen. Eine kleine Besonderheit gibt es, und zwar bei der Seite 3. Das sind ja eigentlich zwei Seiten, wenn man so will. Oder zwei Halbseiten, wie ich das immer ganz gerne nenne. Da müssen wir jetzt einmal einschneiden. Und zwar hier bei diesem Streifen. Das nehmt ihr doppelt, also jeweils von der Vorder- und von der Rückseite. Und da schneiden wir jetzt genau in der Hälfte. Ich mache mir aber mal gerade noch ein paar Hilfslinien rein. Da schneiden wir jetzt einmal einen Schlitz hinein. Also hier einfach nur einen Schlitz reinschneiden, sodass wir hier unsere Halbseiten dann ansonsten auf die gleiche Art und Weise anbringen können. Also einfach auf der Rückseite. Also sodass wir quasi Seite 3 die Halbseiten jeweils getrennt umklappen können, bequem. Und ansonsten der Rest wieder wie gewohnt auch. So, das hier war jetzt schließlich noch der letzte Teil der Bindung und damit sollten jetzt alle einzelnen Seiten an der Bindung festgeklebt sein. So sieht das Ganze aus. Also man kann da ganz normal durchblättern durch das Album. Man hat eine sehr, ja, wie soll ich das sagen, lockere Bindung oder sehr variable Bindung durch diese Ziehharmonika-Bindung. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Das ist eine Art von Bindung, die, ja, ich schon öfter gesehen habe im Internet, aber nie wirklich selber ausprobiert habe. Und ich wollte das Ganze, wie gesagt, einfach mal für mich testen und ausprobieren, wie mir das im Ergebnis gefällt. Was ich halt so jetzt so vom ersten Eindruck her ganz cool finde, ist, dass das sehr squishy ist. Also das heißt,
ja, wenn man da eine feste Bindung hat, also mit Graupappe eine feste Breite, dann sieht das am Anfang immer so labberig aus, wenn da noch kein Designpapier und keine Embellishments dran sind. Das ist jetzt nicht so das Problem. Also das gefällt mir jetzt hier so vom Anfang her schon mal gut. Was ich jetzt wahrscheinlich noch machen werde, ist hier so eine kleine Deko hinzufügen. Aber ich werde jetzt erstmal anfangen und das Album dekorieren. Und ja, dann zeige ich euch das Endergebnis, was dabei rausgekommen ist. So, so sieht das Album aus. Ich habe schon mal die einzelnen Seiten dekoriert, wie ihr seht. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Cover und Rückcover. Und zwar, eigentlich kann man das Album so lassen. Also wenn man das jetzt natürlich noch vorne und hinten verziert, kann man das eigentlich so lassen. Das ist eigentlich ganz praktisch hier mit der Bindung, weil die wirklich sehr flexibel ist. Also wenn ich jetzt hier mal das Buch hier so in der Mitte aufschlage, das, wie ihr seht, man kann es wirklich richtig gut ja, klappen und es ist sehr angenehm, weil das eben hier hinten so flexibel ist. Wenn ihr vielleicht schon andere Alben gebastelt habt mit Graupappe als Buchrücken, ja, das ist wesentlich steifer. Also wer möchte, kann es wie gesagt so lassen. Ich habe mir jetzt noch überlegt, damit es einfach ein bisschen hübscher aussieht, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde es einfach optisch nicht so ansprechend mit der Bindung. Deswegen habe ich mir das hier noch überlegt, was ich hier so dran kleben werde, damit das Ganze so ein bisschen mehr wie ein Buch aussieht. Und so habe ich einfach ein Stück Cardstock genommen und habe das gefalzt. Hier habe ich eine ziemlich große Fläche von 5 cm gelassen, dann hier nochmal ein paar Faltlinien gezogen mit 1 cm Abstand und dann hier nochmal 5 cm Platz gelassen und das werde ich jetzt einfach vorne und hinten am Cover noch festkleben. So sieht das Ganze jetzt also festgeklebt aus. Wie ihr seht, es ist noch ein bisschen Platz, also ich habe ja, darauf geachtet, dass quasi dick genug zu machen, dass wenn ich hier wirklich noch Fotos reinklebe, dass das nicht ja, zu eng anliegt. Wer möchte, kann es auch noch ein bisschen offener machen, also das heißt nochmal 1 cm dazu rechnen. Ansonsten ja, sieht es einfach ein bisschen dekorativer aus. Diese Längsstreifen, die sind, also diese Längsfalzlinien, die sind eigentlich nur dafür gedacht, dass das Ganze ein bisschen ja, geordneter sich wölbt, wenn ihr das irgendwie versteht, wie ich meine. Also, dass das ein bisschen, einfach ein bisschen schöner aussieht. Es lässt sich jetzt nicht mehr ganz so schön aufklappen. Also, es geht schon noch, wenn ich jetzt hier mal so durchblättere. Aber es ist nicht mehr 1:1 dasselbe Feeling, sage ich mal, dasselbe flexible Feeling wie vorher. Also da müsst ihr einfach mal für euch überlegen, ob ihr das gerne trotzdem so machen möchtet. Also ihr seht, wenn ich das hier biege, dass ihr da hier diese zusätzlichen Faltlinien zum Beispiel schon braucht. Und da fliegen mir schon die einzelnen Teile entgegen. Wie gesagt, ja, experimentiert da einfach mal, ob ihr das dran machen möchtet oder ob ihr es dann lieber weglasst. Wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen dekorativer. Man könnte es natürlich auch mit Designpapier festmachen, sieht bestimmt auch schön aus. Aber da ich jetzt ja hier meine 6x6-Inch Papier-Challenge umsetzen wollte, habe ich das jetzt mal mit ganz normalem weißen Cardstock gemacht. Ja, ihr Lieben, und das war das Tutorial zu dem Mini-Album. Ich weiß, das Tutorial ist unheimlich lang geworden. Aber ich habe einfach mal, wie gesagt, ein bisschen was anderes ausprobiert. Ich habe ein relativ langes Vorwort zu den Dateien gehalten. Aber ich denke, dass das eigentlich ja nötig war, dazu mal ein paar Worte zu sagen. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze als Endergebnis, als fertig dekoriertes Endergebnis mit den Fotomatten und so weiter und so fort, wenn ihr euch das nochmal ansehen wollt, dann schaut bitte in mein letztes Video, also das Craft-Update zu dem Sweet Summer Mini-Album. Da zeige ich das nämlich in aller Ausführlichkeit und ihr könnt ja gerne auch hier und da zum Beispiel Fotoplätze übernehmen. Ich denke, das ist ganz gut, dem Video dann zu entnehmen, wo ich da was hingeklebt habe. Ansonsten hoffe ich wirklich, ihr probiert das mal aus, nachzubasteln. Vor allem wird mich auch wirklich sehr interessieren, wenn ihr das nachgebastelt habt, euer Feedback dazu zu hören. Seid ihr mit den Dateien klargekommen oder soll ich das fürs nächste Mal irgendwie ein bisschen anders machen oder abwandeln? Also wie gesagt, da freue ich mich schon sehr drauf, euer Feedback zu hören oder zu lesen. Und damit wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim selber kreativ sein und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.